Hi, in diesem Video geht es um meine Erfahrungen mit dem Auto-Abo-Anbieter Finn. Ich habe ein Auto, und zwar diesen Jeep Compass hier, 6 Monate gefahren und habe dabei jetzt einmal dokumentiert, wie denn der ganze Prozess von Ausleihe bis hin zur Rückgabe eigentlich aussieht bei Finn. Und in dem Video gebe ich dir jetzt mal diese Einblicke. Lass uns starten. Ich mache mich einmal hier kleiner. Wir sind hier auf der Webseite von Finn, ein Auto-Abo-Anbieter. Zunächst Auto-Abo, was ist das? Im Grunde, du kannst dir das Auto wie ja, ein Netflix-Abo hier abonnieren. Das heißt, für einen kürzeren Zeitraum, als es bei Leasing eigentlich ist. Leasing hast du immer längere Verträge, 24 Monate oder noch länger. Und beim Auto-Abo kannst du das Ganze kürzer wählen. Das heißt, 6 Monate. 13 Monate sind so die klassischen. Es geht sogar, glaube ich, ab einem Monat. Und ja, das Konzept ist einfach flexibler. Außerdem ist in diesem einen Preis, den du hast, in dem Abo-Preis, da sind schon eigentlich alle Kosten abgedeckt. Das heißt, du musst nur noch tanken. Das genaue Konzept, ja, habe ich dir in meinem Blogartikel über das Thema Auto-Abo auch nochmal beschrieben, wie das Ganze funktioniert. Ich verlinke das einmal hier unterhalb in den Shownotes. Wenn wir jetzt Finn als Auto-Abo einmal anschauen und uns das Konzept anschauen, dann stellt sich uns die Frage, okay, was hebt diesen Auto-Abo-Anbieter jetzt ab von anderen? Im Grunde ist es der Aspekt der Nachhaltigkeit. Es ist ja ein Anbieter und dieser Nachhaltigkeitsaspekt, der dahinter steckt, ist folgender, dass Finn für jedes gefahrene Auto von Ihnen einen CO2-Ausgleich übernimmt. Das bedeutet, auch wenn du jetzt hier einen Benziner ausleihst und mit dem durch Deutschland oder irgendwo rumfährst, dann genau, zahlt Finn im Hintergrund den CO2-Ausgleich, pflanzt Bäume und so weiter, damit ja dein Fahren die Umwelt zwar belastet, aber das Ganze auch wieder ausgeglichen wird. Das ist mal ja ein USP, das ist besonders bei Finn, was ja diesen Anbieter von anderen auch mal abhebt. Ansonsten, genau, ich zeige dir jetzt einmal, wie der Prozess hier ausschaut und was Finn eigentlich so ausmacht. Wenn du hier auf der Webseite zum Beispiel bei Finn dann drauf bist, hast du links oben gleich mal den Punkt Auto-Abos. Und wenn du da drauf gehst, du hast einen sehr schönen und cleanen Online-Shop. Da bist du bestimmt hier schon mal drüber gesurft. Ich finde, die Produktbilder sind sehr hochwertig und der Shop hat ein freundliches, hat ein sehr übersichtliches und strukturiertes Erscheinungsbild. Wenn du einmal runter scrollst, es sind unglaublich viele Autos hier drin. Jetzt wird alles nachgeladen. Zack, zack, zack. Du kannst richtig lange runter scrollen. Die Auswahl ist also dementsprechend sehr gut. Und genau, hier in der oberen Zeile kannst du nochmal durchgehen, kannst natürlich nach einem Auto, nach einer Automarke das Ganze filtern, beziehungsweise nach Kraftstoff oder Laufzeit, Verfügbarkeit und so weiter, nach anderen wichtigen Punkten. Insgesamt ist das dementsprechend hier auf der Webseite ein sehr smarter Prozess, genau, den man einmal durchläuft. Bei mir, mein Jeep Compass, der ist direkt hier oben, ist erste Reihe. Den habe ich genau innerhalb einer Kooperation gefahren. Dementsprechend habe ich von der ganzen Auswahl jetzt halt eher nur ein begrenztes Angebot gekriegt, aber ich war mit dem Auto sehr zufrieden, von dem her das passt. Ich hatte ihn hier in der Farbe weiß, kann man natürlich dann auswählen, wird dir auch in weiß dann nochmal angezeigt. Du hast sehr schicke Vorschaubilder, dass du dir schon mal ein gutes Bild von deinem Auto machen kannst. Und ja, darüber hinaus, du kannst dann einstellen, was für eine Laufzeit möchtest du eigentlich haben bei deinem Auto-Abo. Das Wichtige, wie viel Inklusivkilometer soll das Ganze denn geben? Das heißt, je nachdem, wie viel Inklusivkilometer sind, ändert sich natürlich auch nochmal der Preis. Und wenn du am Ende mehr gefahren bist, als was in deinem Tarif festgehalten wurde, gibt es nochmal ja, einen zusätzlichen Preis pro Kilometer. Das ist ja, eigentlich der normale Standard, würde ich mal sagen, bei Auto-Abo-Anbietern. Du hast dann deinen monatlichen Preis und in diesem Preis ist tatsächlich so ziemlich ja, eigentlich alles drin, was du benötigst. Das heißt, hier bei Finn Auto ist es auch so, wenn wir einmal weitergehen, dann kommst du in den Prozess sozusagen rein, hast deine 3 Schritte und du siehst, die Lieferung
ist bei FinAuto auch inklusive. 0 Euro wird hier angezeigt. Und dementsprechend, genau, es ist ein schöner Prozess, dein Auto hier auszuwählen online, dann die Bestellung hier aufzugeben, deine Daten einzutragen und genau, dann dein Auto hier zu bestellen und den Liefertermin dann dementsprechend auszuwählen. Im Hintergrund wird dann noch ja, eine Schufa-Abfrage und so weiter gemacht. Ja, sowas passiert da, aber im Grunde hast du hier dann im Online-Shop dein Auto schon mal für dich ausgewählt. Wir kommen als nächstes dann zur Lieferung. Ich mache mich mal hier wieder groß. Und zwar, genau, beim Punkt Lieferung habe ich mir mal aufgeschrieben, es war eigentlich, ja, es war ein pünktlicher Lieferer, also der Termin wurde vorher per Telefon dann nochmal abgesprochen mit dem Lieferanten, ne? Der hat mir das Auto nach München direkt in die Innenstadt reingefahren. Das heißt, hat sich vorher, glaube ich, eine halbe Stunde vorher hat er sich nochmal gemeldet und hat mir durchgegeben, dass er nicht im Stau stand und dass er eigentlich recht pünktlich ankommen wird. Das ist er dann eben dann auch gekommen. Von dem her muss ich sagen, Terminabsprache war an der Stelle super gut. Wir haben dann noch Folgendes gehabt. Er hat das Auto dann am Straßenrand geparkt. Ich bin mit runtergekommen, habe meinen Führerschein mitgebracht, hat er meine Daten einfach mal persönlich, ja, digital hat er sie erfasst mit seinem Handy, hat er alles eingescannt und aufgeschrieben. Ich habe das hier auch mal so mitgefilmt, dass du einmal siehst, ja, wie das Ganze funktioniert und aussieht. Was jetzt hier vielleicht ein kleiner Kritikpunkt gewesen wäre, das Auto, er ist halt über die Autobahn gekommen und dementsprechend im Sommer ja, hat man da viele Fliegen dranhängen. Von dem her war der Wagen jetzt halt nicht super sauber, sondern hatte halt seine Insektenspritzer und was auch immer von der Autobahn. Da wäre es nochmal schön gewesen, wenn man jetzt hier ein sauberes Auto gekriegt hätte. Und ja, im Endeffekt war es aber ja super entspannt und einfach, das Auto zu kriegen. Und auf dem Tacho standen dann die 400 Kilometer, die Anfahrt waren. Und ab dann war mein Kilometertarif erst gebucht sozusagen. Das heißt, das wurde vorher auch alles notiert, wie viele Kilometer auf der Uhr stehen und so weiter. Während der Laufzeit, genau, habe ich bei mir jetzt halt keine Probleme gehabt. Ich, genau, man hätte oder wenn was gewesen wäre, dann gibt es immer die Hotline von Finn, an die man sich dann auch wenden kann, beziehungsweise kann über die Online-Kanäle alles regeln. Das ist auch sehr smart und einfach gelöst. Und wenn es dann Richtung Ende deiner Bestellung geht, das heißt, wenn dein Tarif, dein Abo-Tarif eigentlich ausläuft, dann geht es eigentlich dahin, möchtest du das nochmal verlängern oder möchtest du eine Rückgabe organisieren? Und dementsprechend nimmt Finn dann auch nochmal Kontakt hier zu dir auf. Macht dir zum einen ein Angebot, dass du dein Auto verlängern kannst oder auch wechseln kannst. Beziehungsweise, wenn du es nicht möchtest, dann kannst du auch die Rückgabe organisieren. Und da hast du die Möglichkeit, entweder du fährst dein Auto zu einem Abgabeort, da gibt es hier in Deutschland, glaube ich, 4 Stück oder so. Oder du kannst dir auch gegen einen Aufpreis die Abholung organisieren, bei dir zu Hause organisieren lassen. Dementsprechend sind es dann 2 Punkte. Zum einen natürlich muss ein Abholer kommen, der das Auto dann mitnimmt. Und der Punkt, der davor noch ist, es kommt ein mobiler TÜV-Mitarbeiter vorbei, der dann einmal ja, ein unabhängiges Gutachten von deinem Auto macht. Ich habe die zweite Variante genommen und dementsprechend ist ja, jemand, ein Gutachter, hier zu mir nach Hause gekommen. Ich hatte das Auto vor der Tür stehen. Das Gespräch davor war auch wieder telefonisch einmal recht kurzfristig vorher ausgemacht, welcher Tag passt denn so, wann ist man zu Hause, wann können wir das Auto anschauen. Von dem her, hier war es für mich dann natürlich gut, dass ich im Homeoffice arbeite und das Auto dann dementsprechend, ja, oder generell für den Termin dann eh zu Hause war und dann kurz rausgekommen bin, war vielleicht eine Viertelstunde. Und in der Zeit hat er sich das Auto dann einmal angeschaut. Ich habe direkt vor Ort dann auch nochmal oder ja, zu dem Zeitpunkt ein Video aufgenommen und meine Erfahrungen jetzt von der Rückgabe hier einmal geschildert. So, also kurz zum Prozess vom Gutachter und von der Abholung.
Ja, den Termin, den haben wir telefonisch vereinbart. Der Gutachter war jetzt eben gerade da, hat sich das Auto hier im Hintergrund nochmal angeschaut. Und genau, im Endeffekt ganz unspektakulär, wie wenn ich jetzt in der Werkstatt gefahren wäre und dort der Gutachter sich das angeschaut hat. Ist ein paar Mal ums Auto drumherum gegangen, hat sich verschiedene Sachen angeschaut, hat mit seinem Handy alles dokumentiert. Und ja, im Endeffekt jetzt am Ende, er hat einen kleinen Kratzer in der Felge noch gefunden. Das heißt, ja, jetzt ein halbes Jahr bin ich das Auto gefahren, irgendwo sind wir angeschrammt, mal in einem Bordstein wahrscheinlich. Und von dem her, gut, das hat er dokumentiert. Der Kratzer ist allerdings auch nur ja, weniger als einen knappen Zentimeter gewesen. Und er meinte, irgendwas mit bis zu 2 Zentimeter ist wahrscheinlich Gebrauchsspuren. Das muss er jetzt nochmal nachchecken. Und ja, eventuell, falls es zu groß sein sollte, kann es mit Smart Repair repariert werden. Aber er geht davon aus, dass das jetzt hier von Finauto als Gebrauchsspuren dann akzeptiert wird. So hat er es jetzt mal erfasst. Und genau, im Endeffekt war das der Prozess. Er hat mich noch ein paar Fragen gestellt rund ums Auto. Da habe ich alles so bestätigt. Und genau, jetzt kommt als nächstes dann die Abholung. Da ist der Abholer auch schon. War schon telefonisch in Kontakt mit mir und kommt jetzt dann hier vorbei und holt das Auto dann ab. Ja, als Fazit von dem ganzen Auto-Abo von Finn würde ich jetzt mal sagen, es ist ja ein professioneller, ein moderner Anbieter. Der Prozess ist super smart. Du kriegst dein Auto ja pünktlich und ohne Probleme in meinem Fall jetzt geliefert. Genau, man kann ja einen Zusatzfahrer sich eintragen, habe ich hier mal nochmal aufgeschrieben. Das ist eigentlich ganz praktisch. Bei mir war es jetzt meine Frau und ich. Durften wir beide dann das Auto fahren. Das gibt auch ohne Mehrkosten. Von dem her, das ist eigentlich ja, sehr angenehm oder kundenorientiert, würde ich mal sagen. Und ja, ansonsten, es kommt am Ende wirklich so auf dich drauf an, was möchtest du denn jetzt eigentlich machen? Welches Auto möchtest du fahren? Gibt es das Auto bei Finn überhaupt? Das heißt, schau dir einmal ja, die Liste an, welche Autos zur Verfügung stehen. Und ja, hab im Hinterkopf, dass wenn du sagst, okay, du möchtest auch der Umwelt was Gutes tun, dann ja, ist das Konzept hier von Finn natürlich super, dass ein CO2-Ausgleich gemacht wird und du trotzdem ja auch die Benziner, die es sonst noch im Angebot hier alle gibt, auch fahren kannst. Von dem her, ja, von mir aus gibt es eine Empfehlung. Ich finde den Anbieter klasse und ja, schreib du mir gerne mal unterhalb in die Kommentare, wenn du das Auto-Abo selber schon mal getestet hast oder Erfahrungen mit Finn-Auto gesammelt hast, wie du es fandest, was bei dir so ja, passiert ist, ob du irgendwas Positives oder vielleicht auch Kritik zu berichten hast, von dem der Anbieter selber wieder lernen kann oder wir wissen, auf was wir achten müssen als Anwender oder als Nutzer. Und dementsprechend ja, wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag und schau dir gerne noch ein paar weitere Videos hier an oder abonniere den Kanal, dann siehst du demnächst noch mehr. Mach's gut, bis bald, dein Jan.